Hallöchen, Leute. Das ist nur ein ganz kurzes Video und nur mal ein kleiner Test. Also, die Bildqualität ist schon recht geil. Muss ich sagen. Wenn ich jetzt hier einmal schalte, seht ihr das Input HDMI oder Input SCART. SCART PAL auf 1024x1200, auf HD. Und das ist jetzt S-Video. Ich mach mal Licht an. Das ist die Kiste. Da steht das drauf. Das ist wirklich. Das ist jetzt S-Video. Die kann auch Komposit und die kann auch wirklich RGB. Ich zeige euch das gleich noch mit RGB. Ich habe hier noch eine Kiste. SCART auf HDMI. Ich klemme das mal schnell um. Und dann sehen wir mal den Unterschied. So, jetzt sehen wir hier so halbwegs den Unterschied. Denke ich mal. Auf dem Handy sieht es jetzt nicht ganz so aus wie vorher. Es ist sehr grisselig. Ich kann auch noch umschalten auf 1080p. Das sieht nicht schön aus. So, ich baue noch mal schnell um. Und zwar lasse ich mal da die Kiste dran, da kann ich auch so machen. Mache ich mal Reset. Machen wir mal hier. Also das ist nicht wirklich scharf. Ich hätte es euch jetzt gerne auf dem PC gezeigt, kann ich jetzt gerade aber leider nicht. Ich baue nochmal um auf die andere Kiste. So, da bin ich jetzt gerade wieder. Ich glaube, der hatte das Video beendet. Ja, jetzt habe ich hier Bitos drin. Das ist schon extrem viel schärfer. Und ich gehe jetzt mal in den RGB-Modus. Ich mache mal kurz aus. Ja, es ist jetzt der RGB-Modus. Hier auf dem Handy kommt es nicht direkt drauf. Wenn ich das so mache, ne. Es ist blau, es ist nicht weiß. Und wenn ich jetzt in, das ist der Kompositmodus, der ist weiß und das ist RGB. Das ist, die Kiste kann echt RGB. Es war wirklich ein Glücksspiel. Ich habe die Kiste gekauft bei Amazon, sie hat nicht wirklich wenig gekostet. Sie kam hier aber schon gebraucht an. Und ich bin froh, dass die Kiste RGB kann, weil die auch für den Amiga gehen soll und für den Atari. Ich hab ja dann die Kiste hier mal gekauft. Also das Ding kann wirklich nur Komposit, da kann kein RGB und nichts, obwohl das dabei stand. Da sag ich gleich nö. So ein Sheet braucht man nicht kaufen. Und vorher hatte ich benutzt die Kiste, HDMI Video Converter, S-Video oder Komposit. Aber das ist schon eine Ersatzkiste. Die andere Kiste, die ich hatte, die ist kaputt. Die konnte nur noch S-Video, kein Komposit mehr. Ist das hier alles so locker? Verstehe ich nicht. Und die Kiste habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekriegt. Das sollte theoretisch die exakt gleiche Kiste sein, die ich hatte. Ist sie aber nicht. Von der Qualität her ist die nicht so gut. Aber ich bin schon mal glücklich, dass ich jetzt die Kiste habe. Wirklich RGB, Komposit. Ich könnte jetzt auch noch SCART da durchschleifen auf HDMI. Und das Bild ist wirklich scharf. Also hier im RGB-Modus. Ist es richtig scharf. Ich gucke mal, ob ich jetzt noch mal schnell ein Programm finde, was für den RGB-Modus ist. Dann kann man das vielleicht noch mal besser sehen. Ich gucke mal. So, man sieht schon, Loading Tetris 80. Er ist noch am Laden. Jetzt lassen wir ihn mal zu Ende laden. Ich habe hier eigentlich Hifidos drauf, ja. Set Level, blablabla, Joystick Import to Select. Aber man sieht's,
Das Ding hat Farbe. Es funktioniert wirklich in RGB und das war mir wirklich wichtig. Ich hoffe, das geht auch wirklich mit dem Amiga. Ich muss bloß noch mal mein Kabel dazu finden. Ich habe mir extra ein SCART-Kabel mal gebastelt. Ich finde das bloß nicht mehr. Aber das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt ja endlich ein RGB, SCART RGB auf HDMI. Und das ist die Kiste. Gibt es aber leider nicht mehr bei Amazon. Kann ich euch nicht mehr verlinken. Tut mir leid. Okay, mehr wollte ich euch nicht zeigen. Vielen Dank. Tschüssi.